Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wolfen. Ich muss mal ganz kurz einen Strahl ablassen. Aber mit Frost könnte man auch schon gut arbeiten, glaube ich. Ich würde mal behaupten, dass vielleicht jedes Element seine Vorteile hat, je nachdem, was für ein Spielstil man mag. Eine Truhe, da muss ich natürlich hin. So. Und wir haben endlich den Wegpunkt gefunden. Mensch, hat ja nur 30 Jahre gedauert. So. Wo gehen wir zuerst lang? Hier, wo das Spiel sagt, nein. Nein, wir müssen ja diese Brücke erstmal aktivieren, ne? Spiel. Ruckel bitte nicht so. Du hast da keinen Grund zu. Wow, wir haben hier eine Falle im Weg, ey. Das ist ja mal innovativ. Aber ich muss hier nochmal lang gucken, was es hier Schönes gibt. Alles klar. Bei dem muss man wohl ein bisschen aufpassen. Hier so fleißig Feuerdinger durch die Gegend schießen. Okay. Ey, der kriegt auch Schaden dadurch. Das ist gut gemacht. Lol. Der greift mich ja an. Was soll das denn? Erstmal hier so einen Riss ablasten, ey. Jetzt mal die Viecher hier umbringen. Ey, der stört mich jetzt schon, dieses Feuerding, was hier schießt. Ey, man muss hier echt aufpassen, ne? Was zum Geier, ey. Der Typ, der hier wohnt, der hatte echt nichts zu tun. Oh, mein Freund. Ich werde dir trotzdem meinen ganzen Magierkram loslassen. Oh, nice. Oh, nice. Es sieht gut aus. Wir haben einen Teil der Brücke angehoben. Da müssen wir nur noch den zweiten Teil hochheben. Yeah. Jetzt hier nicht mal eine Truhe zur Belohnung. Was soll das denn, ey? Mich hier extra her. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. So, aber ich mache euch trotzdem tot, meine Freunde. Aber wahrscheinlich wären wir von der anderen Seite da auch gar nicht durchgekommen. Okay, ich bin überhaupt nicht da lang gebackt. Nein. So, dann werden wir jetzt hier wahrscheinlich dasselbe machen dürfen. Behaupte mal einfach mal, dass wir da auch nicht so leicht hinkommen und erstmal außen rum gehen müssen. Schuhe des Kreuzritters. Schwerer Gürtel. Hab dich eingefroren, Digga.
diese Umbra-Regeneration hier, ey. Aber langsam habe ich mich daran gewöhnt, dass es Umbra heißt. Das mit der Leertaste funktioniert immer nicht so schnell. So. Das sieht so schön aus, das Ding. Auch hier gibt es keine Truhe. Nee, nee, nee. Das sah gekonnt aus, ey. Das kann man jetzt nicht anders sagen. So. Sehr schön. Oh, hier ist noch einer. Ach, da ist er hingeflogen. So, hier steht auch noch so einer. Seine ganzen Kameraden sind da voll am Kämpfen, aber das interessiert ihn gar nicht. Primitiver Dolch. Was? Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ist euer Ernst? Hey, dann muss ich wohl zurück. Aber ein Buch kann ich noch mitnehmen. Ja, mit Z komme ich jetzt nicht so zurück, aber mit T. So, dann gucken wir nochmal schnell, ob hier irgendwas besser ist. Also der Bogen wird schon mal nicht sein. Nee, das kann man ja alles vergessen, ey. Goldstein. Es ist für Wutregenerierung. Da muss man sich, glaube ich, um... Blau ist für Zauber. Verteidigungs-Zerschmetterungs-Zauber, okay. Mittlerer Wuttrank. Den können wir auch mal in die Truhe klatschen. Donnerkeil kennen wir. Dann kriegst du jetzt erstmal die Bücher. Ja. Und der Händler kriegt unser ganzen Stuff hier. Und diese groben Dinger, die packen wir jetzt doch mal in unsere Truhe. Vielleicht kann man das dann irgendwann mal gebrauchen. Dann gucken wir mal, was wir hier aufleveln können. Zwar fände ich nicht schlecht, wenn wir den hier nochmal aufleveln. Wobei wir den jetzt irgendwie nicht so viel benutzt haben, ne? Nehmen wir den Feuerball. Und den Feuerregen. So. Da wieder Bücher kaufen. Das ist eine echt gute Investition hier bei dem Heini. So. Da waren noch 9000 übrig. Damit gönnen wir uns nochmal eine Erschütterung. So. Die Verzögerung zwischen den einzelnen Projektilen wird reduziert. Löst mehr Projektile. Das ist gut. Das kann man machen. So, dann mal auf geht's. Wir haben da ja noch ein bisschen was liegen. Ich wette, da kommen noch eine Menge Fähigkeiten hinzu. Ach, hier stehen ja noch welche. Warum sagt mir das denn keiner? Wir locken die vielleicht erstmal alle an. So viel dazu, mein Freund. Ach, sah das schön aus.
Da in der Ecke stehen auch noch welche, sehe ich gerade. Gehen wir mal dahin. Die wollen natürlich auch sterben. Oh. Oh, wir können hier sogar lang gehen. Das ist ja sehr nett gemacht. Ich freue mich ja echt auf die Beta-Phase, ne? Da bin ich echt gespannt. So, jetzt haben wir hier aber, glaube ich, auch alle getötet. Auf jeden Fall noch Items hier mitnehmen. Aber die Skelettwache machen wir natürlich auch weg. Ach, halt, da ist noch Geld. So. Nicht genug Ausdauer. Ja, ja, ja. Meine Güte. So. Mal bereit, ne? Was auch immer kommen mag. Wir zerstören es. Vielleicht. Ich guck mir die Gegend noch mal an. Vielleicht gibt es eine Truhe. Huch. Oh, sag ich doch. Die sieht echt schön aus, ne? So eine richtig fette Truhe. Nehmen wir nochmal die ganzen Sachen mit, natürlich. Gehen wir auch nochmal in diese Ecken hier. Ich finde gut, dass man diese Kamera einfach so drehen kann. Das hebt das Spiel einfach echt noch mal ein bisschen an. Ja, alles klar. Das ist das Zeichen des Necromancer wahrscheinlich. Alles klar. Leute, will ich da jetzt reingehen? Ich weiß es nicht. Noch eine schicke Höhle. Wo wir uns erstmal ordentlich durchkämpfen können, Loot sammeln können und dann gehen wir. Ein Ghoul. Die sind jetzt sogar Level 15, die Gegner. Gleich kriegen wir ja mal guten Loot. Vielleicht sollten wir auch Level 15 sein, wenn wir hier reingehen. Aber das erreichen wir jetzt bestimmt gleich. Solange der nicht wieder hunderte Pfeilen auf... Pfeilen aufgestellt hat. Wir gehen erstmal hier lang. Das sieht nämlich hier aus wie so ein Nebengang und nicht so offensichtlich. Deswegen kann man das mal machen. Oh, mehr Feuerprojektile, ey. Das sieht ja echt gut aus. Ja, Level 15, wenn man vom Teufel spricht, ne? Ach, schön. So. Und unser Inventar ist voll, ey. Das geht ja immer echt schnell hier. So. Kennen wir schon. So, zwei Inventory-Plätze geschaffen und dann können wir uns jetzt zurückporten. Eine Truhe gibt es hier nämlich nicht, ne? Nein. Dann mal auf zurück. Können wir auch gleich hier unsere Fähigkeiten und so mal vergeben. Diese Templer-Rüstung, die müssen wir uns bei Zeiten auch mal kaufen. Was haben wir hier? Das Schild brauchen wir nicht. Oberbernstein. Wir können ja solche Steine jetzt mal ein bisschen aufheben. Vielleicht brauchen wir das irgendwann mal.
Komet. Warte mal, Komet, können wir das schon? Ja, das können wir alles schon. Gucke mal, Typi, ich habe hier so ein paar Bücher. So. Wir können ja mal die Frostnova hier aufwerten und den Eismeteor. Wenn wir schon mal dabei sind. Also dieses Mini-Leben, kann der uns heilen? Nee, das war nicht. Okay, okay. Ja, ist ja gut. So. Sieht gleich freundlich hier aus. Also ein bisschen Leben kann man sich ja auch mal gönnen, ne? Bestätigen. So. Wir haben hier die ganze Feuersache jetzt gemacht. Frost. Dann gehen wir jetzt mal auf Frost. Das gibt's alles noch nicht. Nehmen wir alles mit. Absoluter Nullpunkt. Crit-Chance. 50% auf Verteidigung, sobald man eingefroren ist. Das ist gut. So ein bisschen Feuerfrost finde ich nicht verkehrt. So. Aber den Necromancer, den schaffen wir ja auch schon. Ja. Der wird jetzt auch nicht so schwierig sein. Wir haben hier so 30 Millionen Fähigkeiten, die ganz gut sind. Eine Truhe. Ich werfe mit einem Feuerball und sie lassen die Fähigkeit Feuerball fallen. Oh mein Gott, die wirft mit Feuerbällen, meine Freunde, lauft. Der ist ja echt Premium, der Typ. Und tote Krieger. Es hat euch leider zerlegt. Und noch eine Truhe. Nice. So. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Hier sind irgendwo Viecher. Ja. Ein Ghoul. Die lassen echt gut Loot fallen, die Viecher hier. Mal gucken, was haben wir denn hier noch für Leute? Hier geht's noch mal weiter. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber gegen unseren Feuerball kommen die gerade nicht an, ne? Das ist eigentlich echt gut. So. Oh, nice. Ja, kommt jetzt mal bitte her. Meine Fresse, ey. Ah, die Bosskämpfe sind schon nice, ne? Ja, dann hat sich das ja auch geklärt. Wir hauen hier schon die fetten Kombis raus. Langsam hat man schon hier ein Gefühl dafür, was man hier so am besten machen kann, um so fette Gruppen hier richtig gut unter Kontrolle zu bringen. So, ich habe hier schon Leute gehört. Da. Nicht mal eine Truhe. Nee. Wie viele von euch, die das spielen und rein zufällig angucken, benutzen das hier auch als Fortbewegung? Oh, den hat es aber richtig zerlegt. Der ist richtig weggeflogen. Boah, jetzt geht das wieder los. Mal ein paar Items verlegen hier. Dann können wir auch mehr mitnehmen. Ja.
Okay, warte mal, den noch. Ja, ich werde die jetzt hier nochmal schnell wegmachen. Schärfe des Diebes. Und dann porten wir uns mal zurück. Er sieht so schön aus. Ich könnte auch mich den ganzen Tag zurückporten, weil das so schick aussieht. So, von den Büchern kennen wir wahrscheinlich alles, ne? Ja, sieht so aus. So, orkischer Dolch. Ja, so ein Dolch ist natürlich nicht schlecht. Schärpe des Diebes. So, was haben wir denn? Bund des Assassinen. Ausdauerregeneration. Ausweichwahrscheinlichkeit. Ja, alles in allem ist das jetzt erstmal besser hier. So. Langer Mantel. Physischer Widerstand. Abklingzeit auf alle Zauber. Widerstand, maximales Leben. Ja, wir wechseln den mal. Ich würde den gerne mal umfärben, weil es einfach hässlich aussieht. Aber das geht, glaube ich, nicht. So, jetzt kriegst du erstmal wieder ein paar Bücher. Und du ein paar Items. Da habe ich irgendeine Fiole verscherbelt, aber es ist auch egal. Hat der eigentlich mal nützliche Klamotten? Nicht so aus. Aber wir können ihm auch eine Menge Bücher abkaufen, theoretisch. Oh, großer Gesundheitstrank. Und ein großer Umbra-Trank. Das nehmen wir doch mal. Sehr schön. Die eigentlich... Warte mal so. Ich würde das trotzdem hier nochmal mit reinpacken. Wer weiß, wofür man das nochmal gebrauchen kann. Jetzt können wir wieder zurück. Und mal gucken, wo uns der Weg noch hin verschlägt. Also da rechts geht es garantiert weiter. Aber wir laufen jetzt erstmal links lang. Huch. Jetzt haben die nicht gemerkt, dass hier aus Versehen so ein bisschen Laser an die vorbeigehalten wurde. Ey, nice. Ich mag das, ey. Warum kriege ich keinen Massenkill dafür? Oh, hier liegt ein Goldring. Den nehmen wir doch mal mit. Ich finde diese unfertige Textur hier auch sehr geil. Die hat was. Ja, wir müssen doch langsam in die Richtung gehen, wo wir hin müssen, glaube ich. Dann mal auf ins Verderben. Hier ist noch ein bisschen Gift. Schauen wir mal. Hier geht es auch noch ein bisschen weiter. Aber anstürmender Ork. Die leben schon ein bisschen, nicht schlecht. So eine Truhe gibt es hier natürlich nicht, aber vielleicht wieder hier. Ja, genau da, wo vorhin auch eine stand. Sehr schön. Das stören wir doch mal.
Mal sehen, was wir hier noch Schönes finden an Leuten. Noch mehr Untote. Und mehr Spinnen. Ey, nicht echt Loot, ne? Das ist echt nice. Bisschen Umbra hier. Bis der mal getroffen ist, ne? Eine Badike. Kann ich jetzt ein cool Level öffnen, bitte? Oh, wir haben noch einen Stab gekriegt. Und ich wette, wir sind gleich voll. Ja, wusste ich's doch. Aber so ein Jagdmesser kriegen wir hier noch runter. Ach, hier sind auch noch welche. Okay. Wir gehen erstmal zurück. Okay, wir töten das erstmal. Jetzt gehen wir zurück. Verkaufen wir unseren ganzen Stuff und dann gucken wir mal weiter. Ein bisschen Loot kriegen wir ja auch noch. So, ich habe neue Bücher für dich. Und für dich habe ich auch noch was. So, du kriegst jetzt mal dreist alles. Hat keine Lust, hat zur Truhe nochmal zu laufen. So. Ja, das hatte ich leider zerlegt, mein Freund, ne? Ein Spaten! Geil, erst eine Schaufel, jetzt ein Spaten. Ey, das Spiel wird immer besser. So, da ist eine fette Truhe, die habe ich bis hier hinten gesehen. Mal gut, dass wir nochmal die Sachen zurückgebracht haben. Weil das Inventar jetzt bestimmt wieder halb voll ist. So, ich bin dafür, dass wir uns dann umdesignen können. So, hier gibt es noch ein paar Pitos-Dinger. Und sonst nichts. Können wir ja dem Hauptweg mal weiter folgen, glaube ich. Ja, da rechts wird jetzt auch nicht mehr viel sein. Aber wir gehen trotzdem natürlich dahin. Weil wir dann irgendwann mal da ankommen. Vielleicht ist da eine Truhe. Nein, aber da war doch eben eine Truhe, wo das... Oh, was haben wir denn hier, Geiles? Digga, ich komme von hier. So, natürlich nehmen wir seinen Loot mit, ne? Das ist natürlich ganz klar. Ich liebe das. Reinhalten. Hier steht ja noch einer, ey. Und da auch noch. So. Ein paar stehen hier auch noch. Dann haben wir da noch so eine schöne Truhe. Dann gehen wir doch erstmal zur Truhe. Und ich glaube... Ich kann mich nochmal zurückporten, aber das mache ich einfach gleich mal ganz kurz offscreen. Ist hier noch eine Truhe? Nein. Ach, hier sieht so schön aus in der Mitte. Naja, ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.